Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute. Ich habe mir mal wieder überlegt, dass ich euch was zeige, was vielleicht der eine oder andere nicht kennt, weil es eben ein kleiner versteckter Mini-Dungeon ist. Dementsprechend schauen wir uns heute mal Vex das Labor an. Das Ding könnt ihr auch unter den Erfolgen sehen, bei Allgemein, Explorator und dann habt ihr hier rechts einen Erfolg, der sollte eigentlich Vex das Labor heißen, da ist es auch schon. Ihr sollt also einfach das Labor erkunden und das durchspielen. Das werden wir jetzt auch mal gleich machen. Ich zeige euch, wo das ist. Wir befinden uns nämlich gerade hier in den Feuerherzhügeln. Das seht ihr, das ist diese Karte für Level 60 bis 70, hier oben rechts. Und hier bewegt ihr euch einfach von der Wegmarke, der Roheisenwegmarke oder der Wegmarke Vernichtung, hier hoch. Und zwar direkt neben den Vista. Dort ist dann der Eingang zur Höhle. Das werden wir jetzt auch mal machen. Hier ein bisschen schneller Gas geben. Und uns da hochbewegen. Der Mini-Dungeon ist eigentlich für eine kleine Gruppe ausgelegt, denn hier sind doch relativ viele Kämpfe, die sehr schwer sein können. Dementsprechend werden wir jetzt mal schauen, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwie leisten. Wir gehen jetzt hier also durch. Ihr seht dann also, da ist schon der Vista, das Vista, der Vista, der Aussichtspunkt. Ich nehme einfach jetzt mal der Vista und direkt links davon, also hier oben, gibt es dann den Eingang. Das ist so eine kleine, so ein kleiner Lavafluss, dem wir jetzt folgen möchten. Und hier gehen wir einfach den Weg über diese Plattformen, die eigentlich leuchten. Das heißt, es sind eigentlich so Asura-Plattformen, die man drüber laufen kann. Aber wenn die gerade ausgeschaltet sind, kann man einfach auch über den Rand springen. Ihr könnt auch, wenn ihr ganz hart seid und es durchhaltet, durch die Lava laufen, was aber nicht sehr empfehlenswert ist. Ja. Dann sind wir jetzt hier in Vexas Labor drinne und müssen uns auch jetzt gleich der ersten Prüfung stellen. Es ist nämlich so, dass Vexa hier scheinbar irgendwie einen Haufen Minions von Altrachen gefangen genommen hat und die müssen wir jetzt gleich töten. Müssen wir schauen. Das ist natürlich auch wieder sehr passend heute. Eigentlich ist es so, ihr seht das jetzt hier, dass hier an der Stelle ist ein Gefängnis, hier ist ein Gefängnis, dort hinten ein Gefängnis und in den beiden Kapseln sind jeweils auch Minions von Altrachen. Glücklicherweise sind scheinbar direkt vor meinem Lauf hier einige durchgelaufen, das heißt, es wird jetzt ein bisschen leichter. Ihr müsst hier eigentlich kämpfen und euch der Typen erwehren, da sind immer ein, zwei auch Veteranen. Hier ist es also ganz wichtig, dass ihr da vielleicht ein, zwei Freunde dabei habt, die euch helfen können. Wenn ihr die alle besiegt habt, kommt ihr jetzt hier in den nächsten Raum, der ein bisschen portalartig ist. Ihr habt hier also immer blaue Eingangsportale und die gelben Ausgangsportale. Müsst also aufpassen, wo ihr reinlauft. Ich zeige euch jetzt mal die richtige Route, die wir gehen müssen. So war es zumindest beim ersten Mal, als ich das gemacht habe. Wir gehen hier rechts rein, dann bewegen wir uns hier hoch, gehen in dieses Portal rein. Von hier aus dann nach rechts oben und siehe da, wir sind schon am Zielort. Es ging also relativ schnell. Ihr seht also, wir sind dort gestartet. Und sind jetzt hier. Jetzt gehen wir einfach weiter. Ihr seht also, wir bewegen uns immer tiefer in das Labor hinein. Bewegen uns weiter jetzt auf den nächsten Sprungpart. Auch der nächste Part ist sehr schwierig vielleicht für alle, die nicht so gut mit Charming Puzzles klarkommen. Ist aber nach ein bisschen Übung auch kein Problem. Das Wichtige hier ist, ihr habt auch hier wieder Plattformen, die aufleuchten können oder ausgehen. Also hier auch wichtig, haltet euch immer an den Rand streben, um eben darüber zu laufen, auch wenn die Plattformen nicht leuchten. Und was besonders ist, sind diese Golem-Helfer, die haben nämlich die Fähigkeit, ich zeige euch das mal beim ersten, euch runterzustoßen, wenn ihr in deren Nähe kommt und dementsprechend all eure Sprungfortschritte hier zunichte zu machen. Wir werden das jetzt natürlich versuchen zu verhindern, dass sie uns treffen. Das heißt, ihr müsst hier sowohl schnell über die Plattform springen, als auch aufpassen, dass die euch nicht erwischen, denn im hinteren Teil des Charming Puzzles hier sind die Golem-Helfer viel, viel schneller als der hier vorne. Ihr könnt die da hinten sehen, die rasen also richtig. Und den müsst ihr natürlich viel, viel schneller ausweichen als diesen normalen. Das werden wir jetzt natürlich auch mal gleich versuchen. Ihr könnt auch ein bisschen die Routen auch abpassen, die fliegen. So, und es geht eigentlich relativ einfach. Ich würde euch hier also immer empfehlen, bleibt am linken Rand. Und wenn ihr links durchlauft, dann ist es also eigentlich kein Problem, diesen bestimmten Routen auszuweichen und das dann zu schaffen. Ja, haben wir das geschafft? Kommen wir jetzt eigentlich zum Hauptplatz. Das Event ist wirklich gerade vorbei. Zum Hauptplatz, in dem wir eigentlich kämpfen würden. Und zwar seht ihr hier, ist hier also Vexas Zentrum der Macht. Und hier gibt es eigentlich folgende Kampfphasen. Es ist einerseits so, der Loot ist mal wieder richtig katastrophal. Es ist einerseits so, dass ihr in Vexas Labor hier eigentlich einen Golem habt in der Mitte, der von Vexa beschworen wird und hier mit euch auf den Plattformen kämpft. Und der hat im Prinzip auch genau dieselben Fertigkeiten. Der kann euch runterstoßen
und diese Plattform zum Explodieren bringen, dass die also euch nicht mehr tragen. Dementsprechend müsst ihr hier auf jeden Fall beim Endkampf, würde ich euch definitiv empfehlen, eine Gruppe zu haben. Und wenn ihr das nicht habt, dann auf jeden Fall eine Klasse zu haben, die sowohl Nahkampf als auch Fernkampf kämpfen kann. Denn der Golem hat die Fähigkeit, zum Beispiel einen Eiswirbel zu machen. Dann stellt er sich hier in diese Ecke oder da hinten in diese Ecke, macht dort einen Eiswirbel und der macht wirklich konstant viel Schaden, dem ihr auf jeden Fall ausweichen müsst und trotzdem dann am besten Schaden macht. Ja, was natürlich passiert, wenn ihr euch runterstößt, das könnt ihr hier sehen, ist, dass ihr in diesen das Eishai-Becken hier unten fallt. An sich ist das kein großes Problem. Die Eishaie sind nämlich nicht gerade stark, aber die können euch eben ganz, ganz schön nerven. Wenn ihr gerade mit wenig Leben hier runterfallt, werdet dann von den Eishaien noch angegriffen, dann kann das ganz schön ermüdend sein. Deshalb dann immer schnell hier wieder hoch auf die Rampen und dann geht's weiter. Was die jetzt gerade machen hier, die warten noch auf den Respawn. Das werden wir jetzt nicht mehr machen. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Im Prinzip fehlen diese Kämpfe auch jetzt im Guide nicht wirklich. Es ist ganz einfach ein Gegner, den ihr besiegen müsst und am Leben bleiben müsst. Das Interessante hier ist noch allerdings, dass ihr auf dem Weg zu dem Ort hier bei den ganzen Sternen, denen ihr sterben könntet, auch wiederbelebt werdet. Nur hier beim Endkampf werdet ihr, wenn ihr tot seid, auch tot bleiben. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, wenigstens eine Lebensversicherung mitzunehmen. Also ein, zwei Spieler, die euch dann noch retten können. Sonst wird das wirklich ein bisschen schwierig. Ja, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Hoffe, wenn ihr es noch nicht habt, macht jetzt auch mal Wechsel ins Labor. Es ist relativ schnell gemacht, bringt euch auch einen Achievement-Punkt und ist eigentlich auch schön anzusehen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin und tschüss.